Ja, eine Messe ist ja am Ende des Tages immer Spiegelbild der jeweiligen Branche, in dem Fall der Industrie. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren extrem transformiert und auch extrem schnell transformiert. Und so muss sich auch eine Hannover Messe transformieren. Einmal haben wir natürlich gesagt, dass wir ein attraktives Zukunftskonzept machen wollen. Und so wie sich die Industrie gerade im Wandel befindet, so müssen wir jetzt hier auch die Hannover Messe verändern. Und ein zentraler Punkt davon ist die Digitalisierung. Denn vor einigen Jahren wirklich noch in der Industrie die Diskussion war, das geht wieder weg. Und wie muss man das verorten? Es ist heute vernetzender Bestandteil, es ist heute zentraler Bestandteil einfach der Industrie. Das hat die Industrie auch völlig akzeptiert und man merkt an allen Diskussionen und Enden und Ecken, dass die Digitalisierung ein Treiber ist, der jetzt die Industrie neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle entwickelt und eben, wie gesagt, nicht nur Produktion, sondern ganze Geschäftsmodelle miteinander vernetzt. Und da war es ein logischer Schritt, dann auch den Bereich der Digital Ecosystems. Das ist ja mehr im Grunde als nur noch die Fabrik, Digital Factory in der Vergangenheit. Heutzutage sind es ganze Ökosysteme, die vernetzt werden. In die Mitte des Messegeländes zu rücken und dann auch wirklich ein vernetzendes Element zwischen allen anderen Bereichen zu sein. Und das wird auch von allen Bereichen der Industrie inzwischen genau so gesehen und gewünscht. Ich tue mich als Messemacher immer ein bisschen schwer mit Zentrum, weil ich ehrlich sagen muss, alle Bereiche sind natürlich für ihren Teil besonders gleichermaßen attraktiv. Aber in der Tat ist die Digitalisierung ein vernetzendes Element. Es ist ein Element, was alle Bereiche miteinander verbindet, wirklich auch alle Teile der Supply Chain, der Wertschöpfungskette. Vom Wareneingang am Ende über die vernetzte Produktion, die ganze Zulieferkette dazwischen bis hin zur Distribution und der Logistik, ist die einfach nicht mehr abdingbar. Man kann sie sicher gar nicht mehr wegdenken. Und deswegen haben wir auch gesagt, die Unternehmen, die dort ihre Lösungen ausstellen, die stellen das ja auch nicht alleine aus. Man sieht ja an vielen tollen Ständen, wie zum Beispiel Microsoft das tut, dass sie nur mit Partnern wirklich jetzt auch Cases auszeigen. Sie werden ja nicht selber Industrieproduzent, sondern tragen ihren Teil der Lösung dazu bei, wie beispielsweise Cloud-Lösungen, Ökosysteme eben. Und deswegen ist es nur logisch, das auch in der Mitte des Geländes zu platzieren, weil es eben auf alle anderen Bereiche, die dann eher auch einen technischeren Schwerpunkt haben, gleichermaßen abstrahlt, wie eben Energiesysteme, Logistiksysteme, aber natürlich auch die Automatisierung und andere Technologien.